Guten Morgen. Die Sonne geht wunderschön auf bei uns. Und damit? Und ich dachte, damit kann ich euch alle ganz schön begrüßen. Und mein Mann ist wie verrückt am Zigaretten vorbereiten. Ich weiß nicht, was er heute noch vorhat. Das Ding ist voll. Er scheint nervös zu sein. Hä? Was? Ja. Er muss nämlich jetzt zur Arbeit. Und ich glaube, er hat keine Lust dazu, weil es ist noch ganz früh. Ja. Also für ihn früh. Es ist 8:30. Armer Mann. Ja. Oh. Viel zu früh. Jetzt muss ich erstmal noch den Schreibtisch aufräumen. Das Genie-Kind ist ja immer sehr gründlich dabei, wenn sie dann erstmal anfängt zu basteln. Das sieht dann immer so aus. Ja, erstmal alles schön verteilen, weil sonst sieht man ja nicht, was man hat. Ist klar. Und das hat sie auch Unmengen von diesen ganzen Stickern und... furchtbar. Ich meine, man sollte meinen, das reicht ihr. Nein, aber sie geht ja an meine Schublade auch noch immer ran. Und deswegen sieht sie so aus. Immer schön alles durcheinander bringen und dann, naja. Weil ich wollte ja heute noch das Video drehen von den Karten. Da hatte ja jemand gefragt, ob ich nicht mal zeige, wie ich diese Karten bastel. Und da dachte ich, das könnte ich doch heute auch mal erledigen. Das wäre doch ganz nett. Das Kind ist nämlich im Kindergarten, der Mann ist nicht da. Das heißt, ich habe Ruhe und ja, alles, ne? Alles geht nach meinem Ding, alles so, wie ich das haben möchte und dann... Außerdem scheint die Sonne, das heißt, das Licht ist ziemlich gut. Ich hoffe, das bleibt auch so, weil sonst kann ich das wieder vergessen. Weil dadurch, dass wir den Tisch ja an der Wand haben, kann ich ja nicht die Lampe davor stellen. Das ist dann immer etwas unpraktisch und wirft dann immer so viele Schatten. Aber ich werde jetzt erstmal dieses Chaos beseitigen und dann werde ich weitersehen. So, jetzt habe ich den Schreibtisch fast fertig. Da fiel mein Blick hier gerade drauf. Das hier hat die Ginny gemalt. Das ist ein Schrein für Hasi. Wir hatten bis vor kurzem ein Kaninchen. Ich meine, das Kaninchen ist wirklich süß. Wir hatten bis vor kurzem ein Zwergkaninchen. Das ist dann leider gestorben. Ich meine, das war auch schon alt. Das war 9 Jahre alt. Das ist für ein Zwergkaninchen biblisch, würde ich sagen. Und ja, da war sie dann sehr, sehr traurig natürlich. Aber was mir dazu einfiel, echt makaber. Wir hatten vor kurzem jemanden hier von Kabel Deutschland. Der hat uns halt diesen Festplattenrekorder und HD-Empfang aufgeschwatzt, was ja auch nicht schlimm ist, wir wollen es eh haben. Und der sagte dann, als Ginny ihm das irgendwie erzählte, Ginny erzählt immer alles, jedem alles, sämtliche Geschichten, alles, was sie so findet und alles, was sie gerade beschäftigt. Und als sie ihm dann erzählte, sie hätte ein Zwergkaninchen gehabt und das wäre gestorben, da sagte dieser Mann dann auch, ja, seine Tochter hätte auch zu Weihnachten oder kurz vor Weihnachten Zwergkaninchen gekriegt und Bar und Sülz. Ja, das wäre aber auch schon tot. Alter Schwede, das fand ich aber schon, er sagte danach auch nichts mehr, weil ich ihn so komisch wahrscheinlich anguckte. Also ich finde es ein bisschen seltsam. Dieses arme Zwergkaninchen war garantiert klein, weil man kriegt Zwergkaninchen meistens im Babyalter, ja. Oder Jungtieralter, sagen wir mal so. Und dass das dann kurz vor Weihnachten geschenkt worden ist. Und wann war der hier? Wann war der denn hier? Doch, Januar muss es schon... War das überhaupt schon Januar? Weiß ich gar nicht. Und auf jeden Fall war dieses arme Tier nicht besonders alt. Und dass es dann so kurz überlebt hat. Er hat auch nichts weiter dazu gesagt, dass es eine Krankheit hätte oder sonst was. Ich habe keine Ahnung, ob die sich nicht gut drum gekümmert haben oder ob das Kind sich da plötzlich alleine drum kümmern musste. Also, kleinere Kinder können sich nicht um Haustiere alleine kümmern. Also, wenn man schon seiner Tochter oder seinem Sohn irgendein Tier schenkt, dann muss man auch damit rechnen, dass man sich selbst drum kümmern muss, ja. Also, die sind einfach noch nicht so weit, sich wirklich stundenlang und innig mit so einem Tier zu beschäftigen und das auch wochenlang und jahrelang, bis es dann irgendwann mal das Zeitliche segnet. So weit sind die einfach nicht. Und ich glaube, seine Tochter war sogar noch kleiner als meine. Also, naja. Das nur dazu, das fiel mir gerade so ein. Ich muss los, ich muss mein Kind abholen. Es ist 12:45 Uhr. Und da ich heute... die Genie zu Fuß abholen muss, weil Stefan ja das Auto hat, muss ich da immer hinlaufen. Das dauert immer lang. Halbe Stunde hin und 45 Minuten zurück, weil das Kind ja so kurze Beinchen hat, ne? Ja, also muss ich jetzt mich verabschieden.
alles, was ich machen wollte, habe ich irgendwie nicht so wirklich geschafft. Ich habe eben noch stundenlang telefoniert. Na, was heißt stundenlang? Aber doch schon telefoniert. Und wenn man mal erstmal so dranhängt am Telefon, dann kommt man da ja auch nicht so schnell wieder davon weg, ne? Kennen manche vielleicht. Ich bin zwar nicht der viel Telefonierer, also viele Telefongespräche, aber dann doch relativ lang. Also ja, ich telefoniere selten. Dafür dann eine Stunde, anderthalb oder zwei Stunden. Also das kommt nur, ja, alle paar Tage mal vor. Aber dann, ja, jetzt muss ich mich beeilen. Und wie gesagt, das Video habe ich nicht ganz geschafft. Eigentlich gar nicht. Böse Jenny. Aber ich mach's noch, ich verspreche es. Es ist jetzt 4:10 und wir sind endlich wieder zu Hause. Ach, das ist so, wenn man zu Fuß geht. Ne, Dini? Ist das so? Und man bei jedem Schneehaufen anhalten muss, um damit einen Stock reinzupieken. Und auch einmal im Spielplatz und dann bei McDonald's. Und nach McDonald's, ja. Und dann am Spielplatz anhalten und knistern. Genau, und dann noch mit den Füßen knistern auf dem Schnee. Und dann nach Hause. Und dann noch den Rest vom... Und dann noch den Rest nach Hause gehen. Und dann noch den Rest nach Hause gehen. Das ist ganz schön anstrengend, ne? Mhm. Du siehst zauselig aus. Müssen dir die Haare kämmen. Wie ein Junge. Du siehst doch nicht aus wie ein Junge. Ich sehe aus wie ein Junge mit langen Haaren. Okay, du siehst aus wie ein Junge mit langen Haaren. So, ich mache mir jetzt bloß noch einen Tee und ich glaube, dann gehe ich ins Bett. Ich fühle mich irgendwie immer noch ein wenig, weiß ich auch nicht, irgendwie ist mir schlecht. Angeschlagen, keine Ahnung. Ich glaube, ich bin gerade dabei, diese Erkältung zu umgehen. Also, ich habe ja meistens Glück, ich komme... Also früher nicht, aber jetzt komme ich da meistens drum rum. Dadurch, dass wir insgesamt unsere Ernährung ja sehr weit verändert haben. Und also früher kam es dann doch mal vor, dass wir natürlich auch mal was Fertiges gekauft haben. Oder das ist seit 2 Jahren ja fast gar nicht mehr. Und seitdem komme ich eigentlich um alle Krankheiten immer ganz gut rum. Und ja, da ich ja persönlich auch fast nie Zucker esse, klar eben. Also ich esse natürlich auch mal ein Eis, oder das habt ihr ja auch gesehen, oder mal auch was, Schokolade, aber immer nur sehr, sehr wenig. Also die meisten Tage, was man so nicht mitkriegt, esse ich überhaupt keine Süßigkeiten. Also überhaupt gar nicht. Also ich, ja, es kommt bei mir eigentlich kein Industriezucker vor dann. Weder in irgendwelchen Gerichten, noch auf dem Brot, oder es sei denn, es ist... wenn ich wirklich was gekauft habe, schon was drin, was man da nicht weiß. Ne? Aber ansonsten, man kann nicht mal vermeiden sagen, ich vermeide das nicht, weil es fällt mir gar nicht mehr auf. Also das ist für mich normal, keinen Zucker zu essen. Oder die fette Spinne, da ist sie. Guckt euch dieses Biest an. Die ist mir eben abgehauen. Und als ich sie fangen wollte, und jetzt habe ich sie wieder. Altes Biest. Also ich mag ja Spinnen nicht besonders gerne. Und die ist echt fett. Ich glaube, die muss ich jetzt erstmal fangen. Moment. Ich hab das Biest. Ich hab es. Da ist das Monster. Ich meine, die ist echt fett, ne? Also ich mag ja keine Spinnen. Aber ich habe auch keine Angst mehr davor, so wie früher. So wie mein Mann, der gerade echt hier steht wie so ein... Leider kann ich den gar nicht so zeigen, weil mein Kind auch da hinten rumturnt. Und wir wollen ja nicht so viel auf. Da, mein Mann versteckt sich unter dem Backpapier und ekelt sich. Also ich... Naja. Die ist doch schon gefangen. Genau, die ist schon gefangen, Papa. Die kennt gar nicht. Die sind außerdem sind die Stift. Bin harmlos. Ich werde sie jetzt jedenfalls nach draußen buxieren. Das wird ihr draußen bestimmt nicht gefallen, weil es da schweinekalt ist, aber ich möchte... Also hier drin möchte ich sie auch nicht behalten. Wie wär's, wenn ihr vorher ein warmes Plätzchen... Wir gucken mal, was, nee, wir, die, was wir da finden. Die findet schon selber ein warmes Plätzchen. Das ist richtig. Vielleicht bei den Nachbarn. Nicht? Ja, bei den Nachbarn kann sein gutes Plätzchen. Kann da durch offene... Durchs offene. Dann haben die mal eine Angstbüchse zu Hause, weil, weißt du noch, als genau. Die uns Schrecken eingejagt haben. Die haben uns keine Schrecken eingejagt, aber die blöde Spinne kann ruhig bei denen reinkrammeln. Die sind ein bisschen seltsam, unsere Nachbarn. Da macht das nichts. Obwohl, vielleicht essen die.
Spinnenbiest erfolgreich nach draußen buxiert. Und was sagt mein Mann? Holt einen Schal, will die Tür abdichten. Und was, was hast du gesagt? Schnell? Schnell hol Bretter, wir nageln uns ein. Oh. Das ist doch doof. Ach, jetzt isst du auch dieses Eis. Das ist eine, ja. Ein Spekulatius-Hörnchen-Vanille-Pflaume. Ja, jetzt ist er auch mal dran. Ich habe auch schon was dazu gesagt. Ja, eben. Darum aber, naja. Praktisch, dass ich jetzt gerade probieren möchte und... Ich sage jetzt nichts dazu. Kamera hast, wie genau. Du sagst jetzt nichts dazu. Ja, du isst das und sagst dann, weißt du? Mach mal schneller. Ja. Dauert so lang. Und komm nicht immer näher. Das, du bist so groß dann auf dem... Ja, dann. Oh, mein Mann. Mach's ordentlich. Du bist doch blöd. Und? Sahne-Eis. Ja, das Eis schmeckt doch eigentlich. Die Pflaume ist aber sehr weihnachtlich fast schon, ne? Ja, aber das probier doch mal bitte das Hörnchen da. Das Hörnchen. Hm. Das ist sowieso schon abgebrochen. Findest du, das schmeckt nach irgendwas? Waffel. Riech mal dran am Hörnchen. Waffel. Was? Gib mal her. Waffel. Das riecht eindeutig nach Weihnachtsgewürzen. Ja, kann sein, aber riechen kann ich ja sowieso nicht so gut. Ein Koch, der nicht riechen kann. Furchtbare Angewohnheit. Sag mal, ist deine Nase jetzt noch schiefer als vorher? Was ist mit deiner Nase los? Ich hab gar nichts. Ach, du hast eben so gemacht. Genau. Du hast die richtig. Du hast die hin und... Die ist voll schief. Sag mal, das bilde ich mir doch nicht ein. Leute, seht ihr nicht, dass deine Nase gerade voll schief ist? Die ist schiefer als sonst. Hör mal auf jetzt. Was denn? Oder ist das das Licht? Hast du was draufgekriegt oder was? Nein. Bist du sicher? Ja. Nun ja, wir reden eigentlich gerade vom Eis, aber deine Nase sieht trotzdem gerade witzig aus. Das muss das Licht sein. Aber es schmeckt auf jeden Fall nicht nach Spekulatius, die Waffe. Nee. Ist aber lecker. Hm. Das ist doch das Licht. Wir drehen meinen Mann jetzt mal gerade um und ich folge ihm. Und das sieht doch total schief gerade aus, die Nase. Aber wenn man ihn umdreht und das Licht von der anderen Seite kommt, nachher drehen macht, dann sieht er wieder normal aus. Das ist wahr. Du musst es gleich mal angucken. Ja, mache ich. Ja. Wir sind jetzt mit dem Nasengesülze fertig und mein Tee ist bestimmt auch schon fertig. Die 6 Minuten sind garantiert schon um. Aber was ich ja eben eigentlich sagen wollte, Spinne ist erfolgreich nach draußen buxiert worden und sie lebt auch noch, weil ich bringe die nicht um. Ich fange die mal ein und dann dürfen die alle ihrer Wege ziehen. Ja, und früher hatte ich sogar richtig Angst vor Spinnen. Aber da mein Mann ja eine größere Bangebuchse ist und die immer platt haut, wenn er sie denn erwischt, muss ich die ja fangen, ne? Ja. Mein Jägerinstinkt. Das ist ein Jägerinstinkt. Ja, da wird drauf gehauen. Kommt ein Mammut. Mein Mann haut drauf. Gott, nur weil er so einen großen Schuh findet, ne? Mhm. Gefährlich, wenn Mammut zurückkommt. Ich hab meist einen größeren Schuh. Das ist richtig. Ach, und bevor wir von diesem riesen Monster da an der Wand gerade so rüde unterbrochen worden sind, wollte ich ja eigentlich sagen, dass ich keinen Zucker mehr esse. Oder fast gar keinen Zucker. Und dass ich seitdem, wenn es um irgendwelche Krankheiten geht, irgendwelche ja, Schnupfen oder ach, was auch immer, das meistens an mir vorbeigeht. Oder dass es nur ganz, ganz kurz aufflackert und ich so denke, na, ist die Nase vielleicht, geht die bald zu, aber dann verschwindet es auch schon wieder. Also es geht ganz schnell weg. Und auch als hier zum Beispiel alle Magen-Darm-Grippe hatten, also die hatten es wirklich alle. Erst hatte Genie es ja, dann hatte mein Mann es. Dann hatte meine Mama es, dann hatte meine Schwester es, die ganze Familie, also meine Schwester, deren Mann, das Kind auch. Ja, die hatten sie ja alle und Jeannie hat es ja auch so schlimm gehabt. Also nicht jetzt die Magen-Darm, sondern die davor. Und an mir ist das vorbeigegangen. Ich hatte nur einen ganzen Tag lang ganz fürchterliche Magenschmerzen. Ja, hab dann mal schön meinen Tee getrunken und dann ist das nach einem Tag auch dann vorbei gewesen und sonst hatte ich nichts.
Und ich denke, das hat alles auch was damit zu tun. Ja, denke ich. So, jetzt wie gesagt, trinke ich meinen Tee, schnappe mir mein Buch und dann gehe ich ins Bett. Das Kind ist zwar noch wach, aber es ist ja auch Freitag, da ist das nicht so schlimm. Es ist 9 Uhr, aber sie guckt gerade irgendwie der Schatz im Silbersee. Und naja, wenn Wochenende ist, darfst du das. Aber ich gehe ins Bett mit meinem Buch. Ja. Gute Nacht.